So verhält es sich mit den Prognosen von Die Simpsons. So langsam kann man das nicht mehr ignorieren. Ich würde sagen, an der Stelle Aluhüte in den Chat. 4 Jahre vor den Anschlägen am 11. September 2001 in New York passiert Folgendes in einer Folge. Das Interessante ist jedoch, dass zu dieser Zeit das Ebola-Virus zwar bekannt war, aber nur bei den Experten und niemals in diesem Ausmaß. Man muss halt differenziert denken bei solchen Geschichten, meiner Meinung nach, und muss sagen so, okay, ein paar Sachen kann man halt auch so einfach fantasietechnisch spinnen, die dann auch wirklich passieren könnten. Durch den Krieg entsteht Gefahr für die ganze Welt. Schaut man sich diese Darstellung an und vergleicht diese mit den Aussagen von Putin, sind beängstigende Parallelen zu beobachten. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Love Vlog Highlights. Ich hoffe, euch geht's gut. Liebe ist im Chat. Wir verbreiten die einzig wahre Liebe hier im Love Stream. Love Gang it in, man, Alter. Du weißt schon ganz genau, wie das läuft. Und jetzt gehen wir ins nächste Video rein. Was heißt die Simpsons? Prognosen sind krass. Okay, Freunde. Ich würde sagen, an der Stelle Aluhüte in den Chat. Simpsons Prognosen. Ich bin gespannt. Wir haben ja schon das ein oder andere, die ein oder andere Prognose in einem Video von Flex Doku uns reingezogen. Und hier geht es wahrscheinlich weiter. Vielleicht kommt die ein oder andere Prognose auch nochmal. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was hier passiert, was hier erzählt wird. Interessante Welt mal wieder. Guter Kanal, kann ich nur empfehlen. Und rein in den Laden. Stell dir vor, du würfelst 2-mal hintereinander die 6. Dann passiert es ein 3. Mal, ein 4. Mal, 5-mal, 10-mal, 15-mal. Auch wenn nach der Wahrscheinlichkeitstheorie sogar 1000-mal die 6 vorkommen kann, gibt es noch einen gesunden Menschenverstand. Der in solchen Fällen... Ach echt, den gibt's auch noch, meine lieben Freunde, ja? Haben, glaube ich, einige vergessen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, auch nochmal von meiner Seite. Es gibt einen gesunden Menschenverstand. Den dürft ihr auch einschalten, ohne Angst zu haben. Ich liebe euch. Die Theorie von der Praxis unterscheiden kann. Du würdest zu der Erkenntnis kommen, dass es... Der hat immer diesen einen Song im Hintergrund, zu dem ich auch schon oft meditiert habe, Digga. Deswegen komme ich auch immer in eine Art meditativen Zustand, wenn ich die Videos von Interessante Welt reinziehe. Küss dein Herz, Bro. Nicht mehr um den reinen Zufall geht. So verhält es sich mit den Prognosen von Die Simpsons. So langsam kann man das nicht mehr ignorieren. In diesem Video wird zu den Prognosen nicht viel reininterpretiert. Entscheide selbst, wie sehr du an Zufälle glaubst. Ich bin gespannt, mein Jutster. Wir fangen an mit einem Klassiker. Diese scheinbare Vorhersage, vielleicht sogar eine der unheimlichsten. 4 Jahre vor den Anschlägen am 11. September 2001 in New York passiert Folgendes in einer Folge. Die Familie reist nach New York. Bart schlägt vor, den Bus zu nehmen. Als Lisa daraufhin eine Broschüre einer Busfirma hochhält, ist den Zuschauern dieses feine, unheimliche Detail nicht entgangen. Das hatten wir auch bei, Dings hier. Bei Flex-Doku drin, ne? 9-11. Aber das heißt ja noch nichts. Weißt du, wie ich meine? Obwohl, ja, es ist bei diesen Prognosengeschichten in Serien und so, da bin ich halt selber auch so, Bro, keine Ahnung. Auf der Broschüre sind die Zahlen 9 und 11 zu sehen. Dabei ist die 11 mit den Zwillingstürmen entstanden. 9-Euro-Ticket. Stimmt, Digga. Stimmt. Der 11. September wird im Englischen bekanntermaßen als 9-11 bezeichnet. Ausgerechnet New York, ausgerechnet 9 Dollar, ausgerechnet die Zwillingstürme als die Zahl 11. Das ist ein Skandal, worüber man nur nicht spricht. Ja. Das ist ja unheimlich. Das stellt viele Weltbilder auf den Kopf. Ein so großer Vorfall mit so großen Einflüssen auf die Welt danach. Der Gedanke, dass jemand 4 Jahre vorher von den Anschlägen wusste, ist wirklich bedenkenswert. Das ist halt, ich tue mich schwer mit diesen Gedanken zu sagen, dass jemand das wusste, weil das in einer Simpsons-Serie gekommen ist. Weißt du, wie ich meine so? Weil dieses Bild, dieses eine Bild jetzt in der Simpsons-Serie, das jetzt jemand wusste und das jetzt bewusst da reingetan hat, tue ich mich irgendwie schwer mit. Weiß nicht, ob ich der Einzige bin. Ich bin ja schon einer, der sich auch offen ist, ne? Und auch mit vielen Sachen beschäftigt und so, dies, das. Ich bin halt aber auch nicht so jetzt leichtgläubig, vibesmäßig unterwegs. Deswegen, da fehlt mir Evidenz. Da bin ich selber so ein Typ.
Wo ist deine Quelle? Scheiße. Interessante Welt ist Mathematiker so nebenbei. Echt, ja? Crazy. Lange Zeit, bevor die Ebola-Pandemie ausbrach, zeigt Marge in einer Folge aus dem Jahre 1997 ein Kinderbuch über die Folgen eines schlimmen Ebola-Ausbruchs. Das Interessante ist jedoch, dass zu dieser Zeit das Ebola-Virus zwar bekannt war, aber nur bei den Experten und niemals in diesem Ausmaß. Aha. Donald Trump wurde als Präsident vorher... Genau deine Meinung. Hier kann man auch Dinge überinterpretieren. Safe. Bro, guck erstmal weiter. Am Ende des Videos denkt man ganz anders. Leon, es geht um die Wahrscheinlichkeit, wie viele Ereignisse mit der Realität übereinstimmen. Ja, ja, ist schon alles gut, Freunde. Müsst ihr nicht persönlich nehmen. Jeder hat da seine eigene Einschätzung. Jedes Gehirn funktioniert doch anders. Der eine denkt eher so, der andere denkt eher so. Weißt du? Der eine tut sich schwer damit, wenn so irgendwelche Zeichentrickserien... Weißt du, wie ich meine? Jeder ist anders. Und das schon im Jahre 2000. In dieser Folge wird nämlich in die Zukunft geblickt. Im Jahre 2030 ist Lisa Simpson die Präsidentin. Der Vorgänger war in der Serie Donald Trump. Dieser hinterlässt seiner Nachfolgerin Lisa einen wirtschaftlichen Scherbenhaufen. Interessant. Im Jahre 1995 gab es eine Folge, in der ein Gerät benutzt wurde, das definitiv einem Smartphone ähnelt. Mit Apfel noch drauf. Es besaß eine Autokorrektur und eine Touchscreen-Funktion. Beachtet bitte das Symbol auf dem Gerät. Das ist krass. Eine weitere Technologie, die die Simpsons scheinbar vor uns kannten, ist der 3D-Drucker. In einer Folge wird in die Zukunft geschaut. Dabei wird gezeigt, wie Marge aus einer Fotovorlage eine echte Torte zaubert. Heute werden mit 3D-Druckern sogar Prothesen angefertigt. Das Ding ist, wie heißt dieser eine Film? Zurück in die Zukunft oder was? Keine Ahnung, wo der da auch mit diesem Hoverboard und mit diesen Nike-Schuhen, die es dann wirklich auch gegeben hat, da rumfliegt und wo auch halt voll viele Sachen drin sind, die dann später gekommen sind, so... Skype-Kommunikation, Touch-Bildschirme und so ein Scheiß. Weißt du, wie ich meine? Ist halt... man muss halt differenziert denken bei solchen Geschichten, meiner Meinung nach. Und muss sagen so, okay, ein paar Sachen kann man halt auch so einfach fantasietechnisch spinnen, die dann auch wirklich passieren könnten. Weißt du, also ich glaube schon, dass man da auch eine gewisse Prozentzahl von Zufall trotzdem mit einbeziehen muss. Auch wenn jetzt... das für viele Leute schon zu viel ist, was angeblich alles Zufall sein soll, gibt es, glaube ich, immer noch eine kleine, also auf jeden Fall eine Schnittmenge, die auch eventuell einfach nur Zufall sein könnte. Weißt du? Essbare Dinge sind bisher ausgeschlossen. Aber wer weiß. Bart Simpson fotografiert sich in einer Folge vor über 20 Jahren mit einer Kamera vor dem Spiegel selbst, so als würde er ein Selfie schießen, lange bevor dieser Trend überhaupt entstand. In einer Folge Götz-Selfie, den Mann, Alter. Im Jahre 1995 erzählt eine Wahrsagerin Lisa ihre Zukunft. Dabei gibt es eine Szene mit einer Armbanduhr, die zum Telefonieren benutzt wird. Weitere Technologien, die vorhergesagt wurden, sind zum Beispiel VR-Brillen, GoPros oder Videotelefonie. Ja. Beim Pferdefleischskandal aus dem Jahre 2003. Bei Technologien bin ich sowieso auch der Meinung, dass die Technologien sowieso alle auch schon viel früher am Start sind und uns dann irgendwann freigegeben werden auch einfach nur. Weißt du, wie ich meine? Also da bin ich überzeugt davon, dass es definitiv Leute und Institute und Regierungsblablablas gibt, die diese Technologien vorher schon verwenden und dann irgendwann wird es auch für uns Fußvolk freigeschaltet an der Stelle, wenn ich das so sagen darf. Wurde dem Fleisch in der Lasagne Pferdefleisch beigemischt. Etwas erschreckend. Digga. Und Ähnliches passiert 20 Jahre zuvor in einer Folge, in der eine Schulköchin Pferdefleisch in das Essen der Kinder beimischt. 2012, also 3 Jahre vor der Griechenland-Krise 2015, sah man in einer Folge, wie in einer Nachrichtensendung stand, Europa verkauft Griechenland auf eBay. Dass Griechenland aufgrund dieser Krise in Europa ein Problem war.
Man half dem verschuldeten Staat mit milliardenschweren Rettungsschirmen. Einige wollten Griechenland am liebsten loswerden. Die Serie hat dies vorhergesehen und kurz auf eBay verkauft, Digga. Einem bösen Satz beschrieben. 1990 fangen Lisa und Bart in einer Folge einen dreieugigen Fisch. Dieser entstand aufgrund eines Atomkraftwerks in der Nähe. Über ein Jahrzehnt später passiert dasselbe in der Realität. In einem argentinischen Wasserreservoir wurde ein dreieugiger Fisch gefunden. Ach du Scheiße, man. Einige Zeit später fand man den Grund. Zirbeldrüse, den Man, der war offen, der Bruder. Wie in der Simpsons-Folge war ein Atomkraftwerk die Ursache. Es ist so, als würde die Serie einige. Crazy, Alter. Okay, soweit jetzt mal, Chat. Was sagt ihr bis zu diesem Zeitpunkt zu diesen Vorhersagen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was sagt ihr? Was sagt ihr jetzt? Glaubt ihr wirklich, dass alle Sachen vorher von, weiß ich nicht, wer oder wie, was oder was soll dahinter stecken? Wer oder was steckt hinter den Simpsons, dass die diese Sachen schon Jahrzehnte vorher, dass die das schon wissen und dann in Serien reinpacken, so? Weißt du? Das würde mich mal interessieren. Mittelmäßig. Bis jetzt, mau. Willkommen in Hollywood. Drittes Auge freigeschaltet. Es gibt keine Zufälle. Bis jetzt geht noch. Es ist keine Prognose, wenn man weiß, was geplant ist. Simpsons gleich Illuminaten. Tschüss, man. Okay. Eine Mischung aus Zufall und Wissen. So, hab bestimmt mehrere Gründe. Kommt alles vom Weihnachtsmann. Auch gute Ansicht auf jeden Fall. Haben zu wenig, hat die Vorhersagen bisher. Beschäftigt euch mal mit Remote Viewing. Zufall, vorhersehbare Dinge, Überinterpretation. Also, ich glaube auf jeden Fall, dass das eine Mischung aus mehreren Dingen ist, so. Weißt du? Ich weiß nicht. Meiner Meinung nach, mein Gefühl sagt mir, dass nicht all diese Dinge, die bis jetzt gezeigt wurden, oder wo Leute denken, boah, das ist alles Vorhersagen und die wussten alles schon 20, 30, 40 Jahre vorher. Ich glaube, es ist immer noch auch ein bisschen Fantasie vorhanden, wo Leute sich ausmalen können, dass wenn es ein Telefon gibt, dass es in vielleicht ein paar Jahrzehnten ein Telefon gibt mit Videofunktion. Oder dass man damit auch Bilder schießen kann. Irgendwie sowas. Weißt du, wie ich meine? So, ich glaube schon, dass da sehr viel auch Fantasie mit drin steckt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die ein oder anderen Dinge eventuell schon vorher bekannt waren und untergejubelt wurden. Einfach beschwören. In der Folge namens Vom Teufel besessen aus dem Jahre 1993 besuchen Homer und sein Nachbar die Stadt Las Vegas. Dort treffen sie zwei Männer, die die bekannten Zauberer Siegfried und Roy darstellen sollen. Einer der beiden Magier wird von einem weißen Tiger angegriffen. 10 Jahre später passiert dies dem Magier Roy tatsächlich. Seitdem ist er halbseitig gelähmt. Ich meine, das ist jetzt auch so eine Sache. Wenn ich Siegfried und Roy kenne und ich weiß, die machen so eine Tigergeschichten, gab es die denn, wo die Serie rausgebracht haben? Die gab es da schon, ne? Wahrscheinlich. Und die machen so eine Tigergeschichten. Dann ist es doch nicht weit hergeholt, dass ich dann in der Serie das einmal so hinpacke, dass einer von denen von dem Tiger angegriffen wird. Weißt du, wie ich meine? Das ist doch einfach nur ein bisschen Fantasie dazugepackt, so. Oder nicht? Oder wie, oder was? Bei einem anderen Fall, bei dem man glaubt, dass es nur durch eine Beschwörung möglich ist, widmeten sich die Macher der Fußball-WM 2014. Dort spielt im Finale Deutschland gegen Brasilien und Deutschland gewinnt. Ein kleines Detail. Der Spieler Divo, der eine offensichtliche Anspielung auf Neymar ist, wird schwer verletzt und vom Platz getragen. Tatsächlich wurde Deutschland Weltmeister. Und ganz so offensichtlich darf man es wohl doch nicht machen, denn das Spiel fand nicht im Finale, sondern im Halbfinale statt. Dennoch sind die Vorhersagen wahr geworden. Bruder, das ist halt... Ich finde es halt ein bisschen extrem, wenn man sagt, dass alle... die Vorhersagen sind wahr geworden, so. Wie richtig. Deutschland hat gewonnen, Deutschland ist Weltmeister geworden und, sehr wichtig, Neymar wurde im Spiel davor schwer verletzt. Er brach sich den dritten Lendenwirbel und musste vom Spiel getragen werden. Ah, das weiß ich noch, Digga. Fuck.
Bei den Simpsons gewann Deutschland aufgrund dieser Verletzung das Spiel. Parallel dazu behauptete man tatsächlich auch bei Neymar, dass wenn er mitgespielt hätte, das Spiel ganz anders verlaufen wäre. In einer Folge aus dem Jahre 1955 ist in London hinten ein Gebäude zu sehen, das einem Gebäude ähnelt, das erst 20 Jahre später dort stand. Der knapp 310 Meter hohe Wolkenkratzer wurde von den Simpsons vorhergesagt. Aber für was, Digga? Wieso? Warum? Weshalb? Weißt du, wie ich meine? For what, bro? Das verstehe ich halt nicht. 20 Jahre vorher, warum sollst du eine Serie machen und dann dein Gebäude reinpacken und das wird dann 20 Jahre später gebaut so? Und dann? Weißt du, was ich meine? Sorry, ich bin jetzt hier gerade sehr, sehr skeptisch, aber das ist das, was ich fühle. Century Fox wurde von Disney aufgekauft. Ja, das passierte 2019. Bei den Simpsons aber schon 1998. Heute weiß die ganze Welt, dass die NSA versucht, die Menschheit zu überwachen. Dies taten sie über Rechner von Internetfirmen, wodurch der Zugang zu Videos, Fotos oder Kontaktdaten verschafft wurde. Der Whistleblower Edward Snowden trug zu dieser Erkenntnis viel bei. Auch Telefongespräche wurden abgehört. Bester Mann. Beispielsweise ein Gespräch der Bundeskanzlerin Angela Merkel. In einer Folge aus dem Jahre 1997 wurde dies schon gezeigt. Das Haus der Simpsons wurde von der NSA verkabelt und überwacht. Die NSA-Überwachung ist ein Thema für sich. Skandal. Das steht aber nicht nur NSA, Bro. Da steht NSA, FBI, ATF, CIA, KGB, MCI. Die NSA-Überwachung ist ein Thema für sich. Skandalös und beängstigend. Dass man dies aber scheinbar schon lange wusste, gibt einem das Gefühl, als sei dies selbstverständlich. Ich glaube, die hören uns schon ab, seitdem es die NSA gibt, Bro. Also da bin ich d'accord. In einer Folge aus dem Jahre 1998 wurde laut vielen der Ukraine-Krieg vorhergesagt. Diese Aussagen erregten in letzter Zeit besonders Aufmerksamkeit. Die deutsche Folge hieß Homer geht zur Marine. Dabei findet ein Treffen der Vereinigten Nationen statt, an dem auch Russland und die USA teilnehmen. Russland macht deutlich, dass bald wieder die Sowjetunion zurückkehren wird. Durch den Krieg entsteht Gefahr für die ganze Welt. Schaut man sich diese Darstellung an und vergleicht diese mit den Aussagen von Putin, sind beängstigende Parallelen zu beobachten. Was machen wir jetzt mit den ganzen Fakten? Fakten in Anführungszeichen, mein Jutster. Stecken hochintelligente Menschen hinter dieser Serie? Es gibt... Oder einfach irgendwelche Stonies, Digga, die sich irgendwas aus dem Arsch ziehen die ganze Zeit und das dann wirklich so kommt. Vielleicht sind die auch einfach nur auf Shrooms oder auf LSD und sehen die Sachen. Dann hauen die raus, Digga, und auf einmal... Nein. So, aber weißt du, was ich meine? So denke ich manchmal. Immer mehr anerkannte Medien... Wie gesagt, ich glaube, es ist eine Mischung aus vielen Dingen, die da zusammenkommen. ...davon berichten. Einfach nur Fantasie und Kreativität. Bis zu einem Punkt sind diese Dinge zweifelsfrei erlaubt. Und glaubt ja nicht, dass es die einzigen Vorhersagen sind, die wahr wurden. Wahrscheinlich sind in der Serie noch viele Dinge versteckt, die in der Zukunft noch wahr werden könnten. Beispielsweise wurde in einer Folge aus den 1990er Jahren gezeigt, wie Homer und Marge durch ein Gerät Hologramme verzerrt haben. Virtuelles Essen? Das ist krass. Virtuelles Essen, Digga. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass die Klaus Schwab-Jungs, Yuval Harari, Konsorten, crazy Teufelsanbeter, das irgendwann so einführen werden, dass wir virtuell essen. Wozu? Und dann? Krass. Vielleicht auch bei uns in naher Zukunft möglich. Das alles führt dazu, dass wir eine eigentlich witzige Serie verdammt ernst nehmen müssen. Daher kann es angenehmer sein, einfach weiter an Zufälle zu glauben. Ich glaube, der Bruder macht da doch ein bisschen extra. Ne? Ich glaube, der macht ein bisschen extra auf wild. So. Das war ein heftiges Video, meine lieben Freunde. Das ging auf jeden Fall gut in die Aluhüti-Vibes rein, würde ich sagen. Also wie gesagt, habe ich ja eben schon erwähnt. Ich glaube, es ist eine Mischung aus vielen Dingen.
Ich glaube aber nicht, dass das alles Fakten sind und das alles vorhergesagt wurde. Ich glaube, da gehört eine Portion von allem dazu. Die Wahrheit liegt meistens in der Mitte. Ich glaube, es gibt nicht einfach nur entweder Zufall oder alles vorherbestimmt und alles geplant so. Weißt du? Kann doch sein, dass die ein oder anderen Dinge aus Zufall entstanden sind und die ein oder anderen Dinge uns untergejubelt wurden, um uns schon auf gewisse Dinge vorzubereiten an der Stelle, ja? Das Video meint er doch nicht ernst, oder? Ich weiß nicht, Bro. Doch, ich glaube schon. Aber auch da, wie ich eben schon gesagt habe, auch er, Bruder, glaube ich, macht das bisschen extra so ein bisschen übertrieben. Weißt du, wie ich meine? Bisschen wild mit Musik unten drunter und so. Und geht dann halt voll rein. Kann aber auch sein, dass er 100% der Überzeugung ist, dass die Simpsons sowas wie ein Orakel sind. Weißt du?